Alemannia Aachen gegen Rot-Weiß Oberhausen. Vor gut 10 Jahren war das noch ein Duell in der zweiten Fußball-Bundesliga. Heute ist es Alltag, nämlich vierter Spieltag in der Regionalliga West. Trotz alledem ist es noch ein absolutes Traditionsduell vor 4.400 Zuschauern am Aachener Tivoli. Die Aachener haben erst einen Punkt auf dem Konto. 1:1, da hieß es gegen Schalke 2. Oberhausen holte 2 Siege aus 3 Spielen. Lediglich gegen Wienbrück gab es eine 0:1 Niederlage. Und RWO mit der ersten Chance zu Beginn. Langer Ball von Torwart Hekerin auf Bulut. Und der knallt mit seinem Schuss gleich mal ans Quergebälk. Weiter in RWO. Öztürkmaz aus der Mitte. Da gelangt der Ball zu Dorov. Und Hackenberg, Kapitän von Alemannia, ist da gerade so noch entscheidend dran. Immer wieder RWO, wieder Öztürkmaz mit dem langen Ball. Und wieder Hüseyin Bulut mit dem Kopfball. Diesmal ist Torwart Joshua Amros zur Stelle. Dann mal die Flanke von Winter. Die wird zunächst geklärt. Dann ist gelangt der Ball zu Profeta. Oberhausens Kapitän mit der nächsten guten Gelegenheit. Wieder ist Amros zur Stelle. Tanju Öztürk mal in die Mitte geschlagen auf Kreier. Der lässt einen Aachener stehen und zieht einfach mal ab. Kurz vor der Pause, 1:0 für Rot-Weiß Oberhausen. Sven Kreier mit einem absoluten Traumtor zur hochverdienten Führung. Hier lässt er noch Aachens Bayritsch stehen und dann einfach mal abgezogen. Keine Chance für Joshua Amros im Tor, der Alemannia. Danach war Pause und wie angesprochen ist diese Führung mehr als verdient für Rot-Weiß Oberhausen. Die Mannschaft von Trainer Patrick Helmes aus Aachen musste sich steigern und hatte im zweiten Durchgang wenigstens die erste gefährliche Aktion. Bayritsch zu Yannick Mause. Immerhin mal Annäherung, aber schon nach 70 Minuten dann wieder RWO Kreier quergelegt. Und da ist das 2:0 durch Scheibu Obejapfa. Alemannia hatte kaum nennenswerte Möglichkeiten. Oberhausen dagegen drückte und spielte munter fröhlich nach vorne. Kreier hier schön quergelegt. Und Obejapfa völlig allein gelassen, kann den Ball sogar noch annehmen. Da mal Freistoß Bajic und Torwart Hekerin von RWO darf sich endlich mal auch ein bisschen auszeichnen. Doch dann ging es wieder in die andere Richtung. Wir schreiben die 79. Minute. Anton Heinz eingewechselt, hat alle Zeit der Welt zum Flanken und findet Stappmann. Die endgültige Entscheidung in dieser Partie. Tim Stappmann ebenfalls eingewechselt. Köpft völlig frei. Das 3:0 für Oberhausen. Heinz hat zunächst alle Zeit der Welt zum Flanken und Stappmann zwischen zwei Aachener Verteidigern kommt da völlig frei zum Kopfball. Das ist auch einfach schwach verteidigt von Alemannia. Dann mal wieder eine Angriffsbemühung und der Schuss abgeblockt und Mause kriegt den Abpraller nicht, denn es gibt 11 Meter. Wir sehen auch warum. Hier der Schuss abgeblockt und dann hält Torschütze Stappmann Mause fest. Klarer Elfmeter und der gefaulte Yannick Mause tritt selbst an und verwandelt sicher. Nur noch 1:3, aber auch schon 84 Minuten gespielt. RWOs Keeper Hekerin springt in die falsche Ecke, Mause damit sicher verwandelt, aber danach passierte nichts mehr. Aachen insgesamt zu wenig in der Offensive. RWO mit sehr guten Möglichkeiten geht hier verdient als Sieger vom Feld. Und Oberhausens Trainer Mike Terranova war nach dem Spiel am Mikrofon von Fabian Bastorf. Ich glaube, dass wir gerade in der ersten Halbzeit unser bestes Spiel gemacht haben, auswärts, seit ich hier Trainer bin. Wir waren von der ersten Minute an aggressiv nach vorne, haben nichts zugelassen, haben uns unheimlich viele Torchancen erarbeitet. Ich glaube, 10:0 Ecken. Wie gesagt, da war alles halt mit dabei. Gehen dann auch zum Glück dann kurz vor der Halbzeit in Führung, weil sowas kann sich halt immer rächen. Und ja, in der zweiten Halbzeit halt war Aachen halt ein bisschen passiver halt. Da wollten wir erst die Kugel so ein bisschen laufen lassen, weil wir dann auch der Meinung sind, die sollen kommen, ne, wir führen. Aber ich glaube, dass uns das gar nicht gut tat.
dass wir einfach eine Mannschaft sind, die dann auch immer wieder weiter nach vorne spielen muss. Und ja, im Großen und Ganzen bin ich wirklich froh, dass wir hier in einer, ja, ein schweres Pflaster, Aachen war für uns immer ein schweres Pflaster, hier drei wichtige Punkte geholt haben. Nach dem ersten Auswärtssieg der Saison springt Rot-Weiß-Oberhausen nun zunächst auf Platz 3 der Tabelle und empfängt kommende Woche die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Die Aachener dagegen bleiben mit einem Punkt im Tabellenkeller hängen und reisen nächste Woche zum KFC Uerdingen.